Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggdadum zu einem neuen Part Super Mario Maker mit dem 3DS und mit dem Zwergenfürst. Ja, ich mache heute wieder die Berserker Games. Vielleicht zum letzten Mal und dann spielen wir nochmal Super Mario Maker 3DS weiter. Irgendwann hat sich es auch ausgespaßt. Heute ja, wird es zumindest leicht harmloser als beim letzten Mal. Habe ich hier bei mir, ich guck mal in die Kamera dort, ja, da kann man sehen. Ich habe hier eine sehr schöne Platte hier mit, naja, das ist eher ein Teller, mit ein paar wunderhübschen gestalteten Zwiebelringen drauf. Ich werde so dermaßen aus dem Mund stinken nach dieser Challenge. Und ja, schön garniert mit einer Prise Pfeffer, einer Prise scharfen Pfeffer, damit das Ganze noch angenehmer ist. Ja. Ich esse gern Salat mit ein bisschen Zwiebeln, mit einer Prise Zwiebeln, aber so roh. Mit Pfeffer veredelt. Naja, wer weiß. Das wird schon ein bisschen nice hier. Okay, legen wir mal los und starten die Challenge. Mal schauen, wie oft wir heute abkratzen und wie oft ich hier einen Zwiebelring essen muss, weil jedes Mal, wenn ich verkacke, beiß ich in einen dieser Zwiebelringe. Wahrscheinlich werde ich nur einen halben Ring aufessen, weil so oft kratze ich ab, dass das hier bald zu Ende ist mit den Zwiebelringen. So, mal sehen, was da läuft. Nein, Welt 5, 3 ist es sogar schon. Entschuldigt mich. Ich freue mich schon drauf. Mal sehen, wie oft ich hier abkratzen muss. Mal sehen, wie oft ich hier etwas verspeise. So. Aufpassen, ich will es verhindern. Sofern es mir möglich ist, werde ich es verhindern. Da kann ich nicht durch, okay. Aber ich kann es doch irgendwie in die Hand nehmen, oder? Jo, so kann ich es. So, stellen wir es mal hier drauf. Ich sagte, stellen wir es mal hier drauf. Vielleicht so, ja, wird vielleicht gehen. Zack, so. Na, zack, zack. Hui. Und jetzt? Kommen wir jetzt hier hoch? Oder müssen wir das runterschubsen? Nehmen wir das ja mit, oder? Was soll das? Jetzt hat man so einen komischen Sound, aber das soll mir helfen, hier wieder rauszukommen, oder was? Und was für einen Sinn macht das? Jo, das war ja eine kreative Sache. Hat auf jeden Fall uns sehr weitergebracht. Das hat uns sehr viel weitergebracht. Ja. Ich glaube, ich weiß, wofür ich das brauche. Ich muss das mit nach oben nehmen. Boah, Gott, die Zwiebeln stinken hier so extrem. Meine Fresse. Habe hier die ganze Zeit Zwiebeln neben mir stehen. Das ist noch schlimmer, als sie zu verspeisen. Ich glaube es nicht. Wie komme ich mit dir da hoch? So vielleicht. So. Stimmen wir es mal dahin. Gut, so kriegen wir es hin. Rätsel gelöst. So, zack. Der macht noch einen schönen Soundeffekt für uns. Bomben! Da gibt es noch was Schönes. Weitere schöne Rätsel. Ein P-Switch. P-Schalter. P-Schalter-Alarm. Und hüpf. Oha, da müssen wir uns beeilen.
schneller links. Okay, 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 na. Das ist jetzt schlecht. Muss ich mich mehr beeilen. Na toll, was soll denn der Mist hier? Wie duck ich mich so? Na toll. Müssen wir das irgendwie ein bisschen praktischer regeln. So. Ja, wirf weg. Eine Höhle voller Rätsel. Na. Mach hüpf drauf. So, Mario, jetzt beeil dich. Mach hinne. Ja, rennen ist da nicht falsch. Ja! Mann, so schnell bin ich doch nicht. Ist aber noch nicht abgekratzt, also das Rätsel nicht geschafft. Aber abkratzen ist das nicht. Abkratzen sieht anders aus. Naja, mal schauen. Vielleicht sollten wir machen, wenn ich das Rätsel nicht schaffe. Dass ich dann Zwiebelring essen muss. Ich habe die ganze Zeit die Facecam an, also ihr könnt mich nicht sehen, weil ich das nicht übereinander legen kann. Ich krieg das nicht gebacken, aber ich füge euch immer die Ausschnitte ein, wenn ihr sie braucht. So, beeil dich, Mario. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Ach, Mann. Ich sollte das wirklich mal einführen mit der Challenge. Und dass ich hier immer, wenn ich da Scheiße baue, dass ich hier Zwiebelring essen muss, sonst dauert das hier noch, bis ich irgendeinen Zwiebelring esse. Kann auch sein, dass wir hier gleich in die Leere fallen. Das wäre zwar ziemlich peinlich, aber passieren tut's. Kann ich mir vorstellen bei meinem Skill-Level hier. Da müssen wir auch erstmal wieder durchkommen. Ich mach mal was ganz Gewagtes hier. Jo, dann wird's Zeit. Kommen wir mal in den Genuss. Ich weiß, die Kamera ist ein bisschen blöd eingestellt. Ich muss mich so ein bisschen... So, jetzt genieße ich mal hier den ersten Zwiebelring hier mit Pfeffer. Der sieht nice aus. Das ist scharf. Oh, vor allem der Pfeffer. Der haut rein. Oh, weiter geht's. Oh, meine Schnute brennt. Alter, Alter. Pfeffer war eine nice Idee. Oh, Pfeffer allein hätte es gebracht. Oh, und die Menge von Pfeffer, die ich darauf getan habe. Feuer Rio. Hat jemand Sahne? Für mich hat jemand Öl oder sowas. Irgendwas, was sehen. Brot oder sowas. Oh. Scheiße. Ja, ich brauche hier einen P-Switch. Wie soll denn das was werden heute hier? Wenn ich zu blöd bin für diese Scheiße. Vielleicht nehme ich das damit hoch. Da hüpfe ich hier mal links. Aktiviere ich den Schalter hier. Und hier drauf und dann. Habe ich einen kürzeren Weg. Knallt mich trotzdem nicht davor zu versagen. Ach nein. Muss das bis zu Ende schaffen. Ja, vielleicht auch in mehreren Anläufen. Vielleicht geht's ja so. Ganz ruhig, das Leichteste da durchzukommen. Ducken und. Schnell ducken. So. Meine Güte. Was haben wir für einen Pfeffer an der Bude? Das ist die oberste Schmerzgrenze. Aber ich kann ja jetzt hier das hier machen. Das ist echt ein bisschen schummelt, aber... So, hier durch. So. Hätten wir. Cool. Und den jetzt mit nach oben nehmen. Nicht den Fehler machen, den Schalter hier schon zu betätigen. Das wäre fatal. Hätten wir kaum Zeit. So.
Geronimo! Du musst dann natürlich auch noch richtig werfen und platzieren. Ah, oh scheiße. Meine Fresse brennt doch jetzt schon. Ich nehme den hier. Der ist jetzt in weiß und der hat ein bisschen weniger Ringe. Ja, ne, ist ein bisschen milder. Aber nur ein kleines bisschen, so ein klitzekleines bisschen. Die roten, die sind scharf, die sind extrem. Ist vielleicht auch ein bisschen weniger Pfeffer drauf. Bah. Weiter geht's. Ein Mann kennt keinen Schmerz. Ein Berserker kennt keinen Schmerz. Augen zu und durch. Ja, die sind zum Glück noch relativ leicht zu bekommen. Es dauert bloß bei dem anderen ein bisschen. Kriegen wir aber auch hin. Meine Güte, was sind denn das für Rätsel? Ist kreativ, aber... Naja, wisst ihr, was ich meine? Ich frage mich, was haben wir für einen Pfeffer in der Bude? Meine Güte! Ich mache mir abendlich immer Salate, aber... Noch nie habe ich dazu gegessen. Ja, okay, haben wir ein bisschen was geschafft. So, perfekt. Warum eigentlich nicht gleich? Warum nicht diese Dinge hier entfernen? Das könnte ich doch machen, einfach mal eine Zeit lang nutzen und da mal durch switchen. Bin ich doch blöd hier, mal diesen Clown hier zu machen zu müssen. Kann ich doch einmal hier nehmen und dann die Zeit können wir uns doch nehmen, oder? Was meint ihr? Wird der Part, meine Güte, ein bisschen länger. So, hier mal einsammeln. Und das nächste dann locker darüber tragen. Easy. Easy, Papi, easy. Ah, das Band brennt auch noch ab. Ah, das ist sehr edel. So, zack, und zack, du hier mal durch. Ein P-Switch schnappen und hoch. Oh, meine Güte. Ich schwitze. Oh. Reg den Kreislauf an. Nein, was habe ich denn hier gemacht? Nochmal runter hier. Ich glaub's nicht. Haben wir es jetzt wenigstens schon freigeschaltet. Einigermaßen. Und dann brauchen wir den P-Switch nochmal. Oh, der Weg ist frei. Halbwegs. Ja, da können wir jetzt nicht durch. Machen wir mal so hier. Machen wir folgendermaßen. Hier nochmal drauf treten, dann können wir hier nochmal den Platz entfernen. So, perfekt. Und hoch. Ist es gerade dein Ernst? Nein. Was ist denn? Was soll denn der Mist? Ich verstehe noch nicht, das ist einfach den Abdruck los. Den Y-Knopf ist es. Warte, warum nehme ich einfach mit raus? Das wäre doch einfach geil. Den mit rausnehmen wird. Nicht da unten bekommen, oder geht das nicht? Nee, das geht nicht. Muss schon einmal rum. Dann nehme ich halt den hier jetzt mit. Den Knopf nicht loslassen. Ich hab da so eine Idee. Hältst du mal, Bomber. So, hier rüber und... Angst. Haben wir ja geschafft. Wie geht's weiter? Powerblock. Hui, werden immer schwerer, die Rätsel. Aber hier hat ein bisschen mehr Chancen dazu, dass wir das hier nicht verkacken. Den gibt's. Davon, dass er nicht verkackt und dann sowas. Ah, her mit den nächsten Zügen, Ring. Jetzt hören. Pinker hier so ein Violetter. Ihr seid verdammt schadenfroh.
Wusste alles. Hier. Schaut mir in die Augen. Meine Fresse, fühlt sich an, als würde sie bluten. Und weiter geht's. Hey, ich glaub's nicht. Mittlerweile habe ich die Rätsel schon drin. Ist ein bisschen medium verkackend, also. Das ist wie im letzten Part, also. Aber, das ist schon übel, weil. Das wäre eigentlich haftbar, also. Ey, ist zu schwer, ich stell mich da nur ein bisschen blöd an. Das ist noch nicht sehr übel. Oh, nicht schlecht. Glaubt mir das. Ein bisschen Mitleid in den Kommentaren. Und wäre das dann zu viel von uns. Oh nee, und ich bin wieder so ein Treu hier. Und vergiss einfach, die Dinge wegzumachen. Das wäre doch so viel nicer, wenn man das immer wegmachen würde. So. Münzen waren ja senkrecht. Ah, hätte ich mich mal ein bisschen beeilt. Aber ich glaube, das kriegen wir auch hin, oder? Den Power-Block hier benutzen. POV. Passt. Haben wir. So, nicht loslassen und einmal hoch. Auch loslassen, wo wir wollen, oder? Perfekt. Was? Ein Checkpoint? Was ist denn erst ein Checkpoint? Noch nicht die Zielfahne. Nee. Was willst du von mir? Koopa. Okay. Was ist hier verlangt? Ich glaube, auf den draufspringen, auf den Koopa. Kann ich den Koopa greifen? Nein, kann ich nicht. Muss ich auf den draufspringen. Ich habe keinen Plan, was ich hier anstellen soll. Habt ihr einen Plan? Und wisst ihr, was ich machen soll? Ah. Und jetzt? Kein Plan, vielleicht können wir es irgendwie überbrücken. Können wir das? Naja, ab mit der nächsten Zwiebel. In den Magen. Diesmal wieder eine weiße hier. Also heute Abend werde ich mir keinen machen. Oh, sprechen kann ich nicht mehr. Oh, Checkpoint. Nice. Oh. Ah. Du musst einen anderen Panzer rausbringen, um das hier zu aktivieren, oder was? Oh. Oh. Da hoch kann ich nicht. Oh, meine Schnauze brennt. Schwitze. Meine Fresse. Das habe ich mir auch selbst ausgedacht. Selbst eingebrockt. Noch nee. Gibt Sachen, auf die komme auch nur ich. Oh, kann ich mal moderieren. Muss die Fresse halten. Nicht im Ernst. Schon wieder Game Over gegangen. Oh. Ne, Game Over, weil ich noch nicht gegangen war. Wieder verkackt. Ein Leben haben wir noch. Beim Game Over mache ich aber Schluss mit dem Ganzen hier. Das passt auf keine Kuhhaut mehr. Oh. Oh. Schaut mir in die Augen.
fress jetzt hier noch das rote Teil hier. Und dann hat sich's. Oh, mir wird schon schwindelig hier. Bevor meine Gesundheit hier noch abkratzt. Oh, Leute, das brennt zweimal. Ja, ey, was tue ich denn da, Mann? War aber die letzte Zwiebel. Leute, nein, die vorletzte, die. Das muss man antun, wenn ich Game Over gehe. Vielleicht schaffen wir das Level ja noch. Ah, leckt mich am Arsch. Es ist auch schwer, hier das zu greifen. Nein! War das mal ein dämlicher Tod. Bitte, dafür esse ich gleich mal die zwei Riesenzwiebelringe hier. Hier sind noch die Spitze und zwei Riesenzwiebelringe drauf. Komm, rein damit. Vitamine. Ich trinke gleich eine Flasche Essig aus. Flasche Sonnenblumenkernöl auf Ex. Von mir aus auch Olivenöl. Oh, verdammt Angst. Mal sehen, ob ich die Abmoderation noch hinkriege. Däumchen nach oben da. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Gehabt euch wohl und haut rein, habt noch einen angenehmen vorsichtigen Tag. Ach was, verpisst euch. Was, verpisst euch, Leute. Haut rein. Ah. Leute, das war's. Letztes Berserker Game. Nie wieder. Nee. Verpisst euch. Verpisst euch. Verpisst euch!